Und ihr seht, Leute, also jetzt hier noch normal zu spielen, ist komplett unmöglich. Ich habe euch im Spiel noch nicht genug eingeschränkt. Folgendes passiert heute. Wir werden hingehen und ja, ein bisschen mit der Community spielen, mal wieder. Wir haben wieder hier eine wunderschöne World erstellt, Leute. Und die Welt hat natürlich auch wieder eine World Barrier. Ich möchte heute mit euch ein bisschen rumexperimentieren in Minecraft, wie das geschwindigkeitsmäßig hier so abgeht. Und zwar, Leute, werden wir heute ein paar Sprints hinlegen. Funktioniert folgenderweise. Ich möchte wieder 100 Leute whitelisten, so wie immer. Und möchte schauen, wie es sich anfühlt für die Spieler, wenn jede 30 Sekunden die Geschwindigkeit, mit der man sich selber bewegt, sich erhöht. Und bin mal gespannt, was für eine Auswirkung das erstmal A, auf das, was die Spieler hier bauen, und B, natürlich auch auf das Verhalten der Spieler. Also wir werden gleich mal direkt zum Anfang, würde ich sagen, setzen wir mal auf Maximum. Wird wahrscheinlich ultra laggen dann, ne? Jo. Machen wir wahrscheinlich erstmal nicht. Wir setzen auf jeden Fall gleich mal auf Maximum und auf ganz langsam, ja? Das heißt, wir schauen dann mal ganz kurz, wie das aussieht, wenn sich die Leute wirklich im Hyperspeed quasi bewegen. Die Map ist 1500 mal 1500, also 3000 Quadratblöcke, ja, wenn man das so sagen kann. Nö. Quadratmeter Blöcke, also Quadratmeter quasi groß. Stimmt nicht. Ihr habt auf jeden Fall genug Platz, hier euch auszutoben und so weiter und so fort. Das sollte auf jeden Fall soweit passen. Ja, Mann, was soll ich sagen, Leute? Also, wir können gleich direkt anfangen. Genau, die Geschwindigkeit steigt dann immer weiter, meine Freunde. Ihr könnt euch ja ungefähr vorstellen, wie das dann aussieht, wenn das Ding komplett am Maximum hängt, ja? Ich werde die Tickrate auf jeden Fall nicht auf 30 Sekunden stellen, sondern so ein bisschen, dass wir zum Ende noch ein bisschen Platz haben. Aber zum Ende hin, meine Freunde, knallen wir nochmal richtig schön rein. Ja, Mann, ihr könnt auf jeden Fall jetzt schon mal gerne eure... Akani, wenn du jetzt hier steuerst, guck mal, Bro, das ist... Also, wenn du jetzt hier irgendwo drauf drückst, Mann, ich bewege mich halt im Mangel. Du siehst das vielleicht. Akani, guck jetzt deine Foto da drauf. Ich fliege immer höher. Akani, das ist der Hund. Das bin nicht ich. Der Hund spielt gerade für mich. Perfekt, danke dafür. Machen wir auch noch ein Video drüber. Akane spielt Minecraft, sehr geil. Geil! Wir whitelisten auf jeden Fall erstmal ein paar Subs, meine Freunde. Danach wieder die Non-Subs. Ihr boxt euch wieder hier. Ihr seht es wieder, meine Freunde. PvP ist da. Ihr könnt euch mit Springen normal vorbewegen, meine Freunde. Also normal schnell vorbewegen. Alles andere ist, wie gesagt, durch die Geschwindigkeit. Also die Laufgeschwindigkeit wird komplett durch das Plugin und hier meine Comments gesteuert. Das heißt, wir schauen mal, Leute, wie es aussehen wird, wenn Leute hier gewitelt werden. Im Team... Don Balbano, ja, von mir aus auch halt. Wenn ihr, Leute, ich schwör's, Don Balbano muss ich nicht mal selber in den Chat schreiben. Der braucht gar nicht da sein, er weiß, ich werde eh jedes Mal gewitelt, Alter. Er hat schon diesen anderen VIP-Status. Ich weiß auch nicht mal warum. So, ich bin mal gespannt, Leute, wie das später aussehen wird, wenn es halt immer und immer schneller wird. Wir setzen gleich mal auf, wie gesagt, gleich mal auf Maximum und checken mal, was abgeht, wie ihr damit klarkommt. Ich habe es gleich Start, meine Freunde. Dann kann ich jetzt hier Set Change, die Änderung pro Sekunde. Also ist, um wie viel Prozent ist das dann oder wie? Ja. Gerade sind wir bei 0%. Also wenn ihr jetzt gerade steht, ich kann es dir mal ganz kurz zeigen, dann kann man quasi so viel laufen, wie man möchte. Ihr seht das hier, Leute, ich drücke gerade, ihr hört das, ich drücke gerade W. Ich habe auch die Laufanimation, ihr seht das hier unten. Passiert aber nichts. Ich kann mich halt vorbewegen, indem ich halt springe. Leute müssen halt alle springen, um nach vorne zu kommen. Actually auch ganz funny. Normalerweise, finde ich, sollte man mal eine komplette Runde so spielen, dass halt alle nur springen können, um sich vorzubewegen. Sieht so scheiße aus, Alter. Glaubt mir, Leute, es ist komplett nervig, sich so bewegen zu müssen. Ich glaube, das machen wir zum Anfang erstmal so. Erstmal zum Anfang schön erstmal gucken, wie die Leute hier drauf reagieren. Dann schalten wir mal kurz auf 50 hoch, dann auf 100 und dann stelle ich den Timer an, meine Freunde. Wir, boah, können ja mit 0,001 anfangen. Marcel, wie sieht's aus, Alter? 97 Spieler auf dem Server. So, Leute. Ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz gleich Start. Und wir gehen in den Hasen hier und haben jetzt gerade, hier, ihr seht schon, wie die Geschwindigkeit hochtickt gerade, Leute. Wir sind jetzt bei 30%, 40% und so weiter und so fort. 60%, 70%. Also ihr seht auf jeden Fall, dass man immer schneller hier wird. 100, es geht auf 110, Leute. Es geht noch höher als 100, okay? Also ihr merkt auf jeden Fall hier gerade, wie es gerade hochtickt. Wir sind bei 160%, Leute. Das ist aber noch immer nicht alles. Also wir sind gleich schon bei doppelter Geschwindigkeit, Alter. Oh mein Gott, okay, ihr seht schon, Leute. Ich glaube, es geht bis 500 hoch. Alter Schwede. Okay, Digga. Also jetzt ist ja schon ultra nervig zu spielen, Leute. Jetzt ist schon ultra ekelhaft zu spielen, Leute. Guck mal jetzt hier, wir sind jetzt bei 420%, Alter. Also 500% von der normalen Minecraft-Geschwindigkeit. Also quasi das Fünffache, was man sonst hat. Schaut euch bitte mal an. Schaut euch bitte mal an, Leute, wie schnell man hier ist. Also man hat ja wirklich gar keine Möglichkeit, hier noch normal zu spielen. Also hier hat jemand Speedhack. Tobi, das ist das Plugin. Also 500 ist also das Maximum, Leute. Also 500 ist das, was das Maximum hergibt in Minecraft. Und ihr seht, Leute, also jetzt hier noch normal zu spielen, ist komplett unmöglich. Also wirklich komplett unmöglich. Ich würde sagen, wir öffnen mal ganz kurz bei 500 und schauen uns mal kurz an, wie das aussieht, wenn jetzt hier alle rauslaufen. 3, 2, 1 und go, Leute. So, rennt, meine Schweine, rennt. Okay. Schaut sich an, alle rennen hier, ey, flitzen hier komplett über die Map, Leute. Schaut euch mal bitte an, wie schnell das ist. Der Server kommt gar nicht hinterher. Die meisten sind nur gerade ein bisschen lost und verwirrt und wissen gar nicht, was abgeht. 500 ist der Speed, meine Freunde, aber jetzt, meine Freunde, gehen natürlich hin und sagen, nee, passt mal auf, ganz ehrlich, nervt mich ein bisschen, Leute, Freunde. Wir machen jetzt Speed jetzt einfach mal auf 0.
So. Das heißt, ihr steht jetzt alle und könnt euch jetzt nur noch fortbewegen, meine Freunde, wenn ihr quasi hier springt. Ja, und ich würde sagen, Leute, wir setzen jetzt mal ganz kurz die Geschwindigkeit, indem das Ganze quasi hochtickt. Machen wir den Set-Change mal ganz kurz, so einen kleinen Effekt. Setzen wir den auf 0,00001. Gib eine gültige Zahl an, okay. 0,01. Okay, wir können hier 0,01%, wir können hier 0,001%. Und wir können auch 0,001% machen. Okay, das ist eine E-Funktion da hinten schon. Ich sehe es schon krass. Jetzt machen wir mal, meine Freunde, Folgendes. Wir setzen den Speed jetzt einfach mal auf, den Speed jetzt mal wieder auf 0. Und ihr müsst jetzt quasi, wenn ihr laufen wollt, Leute, müsst ihr halt wirklich springen. Also ihr seht, sonst kommt man nicht voran. Wenn ich jetzt hier bin, ich kann mich nicht bewegen. Man muss tatsächlich springen, um jetzt voranzukommen. Machen wir es auf 0,01. Das tickt dann jetzt ganz langsam nach oben, meine Freunde. Und später, wenn wir dann bei 500 sind, meine Freunde, bin ich mal gespannt, ob es hier irgendjemand gibt, der bei 500%iger Geschwindigkeit noch Bock hat zu spielen. Ich komme so in 2, 2,5 Stunden nach A, komme ich wieder, meine Freunde, und dann schauen wir nochmal rein. Und dann geht die Luzi auf jeden Fall ab. 0,02% ist das, was wir hier quasi verlassen. Und im Endeffekt sind wir bei 450, 460 oder sowas. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Und wir sehen uns in ein paar Minuten wieder. Dann schauen wir mal ganz kurz, meine Freunde. Was hat sich so am Minecraft-Server geändert? Wir müssten beim Speed jetzt eigentlich, ja, man, 450 sein. So, wir gucken mal ganz kurz. Oh mein Gott, Leute, ey, schaut's euch an. Guck mal hier, wenn man jetzt hier normal läuft, man kann ja nicht mal ansatzweise was bauen. Ich glaube, alle laufen so rum, im Sneak, oder? Dann machen wir es jetzt anders. Walkspeed 500, Leute. Wir ticken jetzt mal komplett hier durch. Ja, Alter, ist crazy. Ist crazy eklig. Also guckt mal euch mal an hier. Man kann ja jetzt hier nicht mehr irgendwas machen. Okay, wir schauen uns mal jetzt an, Leute, was jetzt hierbei so rumgekommen ist. Also wir sehen auf jeden Fall hier schon wieder tatsächlich, dass hier eine Menge Leute gestruggelt haben, hier überhaupt rüberzukommen. Ich sehe unglaublich viele Leute, die es nicht hinbekommen, hier normal zu spielen. Der Spawn ist auf jeden Fall direkt mal wieder umbaut worden. Und hier hat jemand den kompletten Spawn ausgehöhlt. Auf jeden Fall Ehre. Der Dude hat es tatsächlich irgendwie geschafft, hier oben ein Haus zu bauen. Keine Ahnung wie einfach. Ich weiß es nicht. Ich meine, schaut es euch mal an. So, wenn ich jetzt hier versuchen würde, ein Haus zu bauen. So, ja, geht schon. Aber ich meine, ihr seht es ja so. Ne? Also es ist halt schon echt eklig so. Kein Plan. Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich darauf Bock hätte. Das würde mich extrem nerven und triggern, wenn ich jetzt hier sowas bauen müsste. Also ja, es geht. Aber es ist halt ultra nervig. Ihr seht das, glaube ich, schon. Waldbrenn ist auch wieder super. Man kennt den Hasen nicht anders. Hier vorne steht wieder Creator Code Revinzer. Dann haben wir hier eine wunderschöne Hütte, meine Freunde. Was das hier ist, kann nur ein Lava-Cast sein, den irgendjemand gegossen hat, weil er sich dachte, yo. Oder hat hier einfach Cobblestone-Wand gebaut? Keine Ahnung. Der Bro auf jeden Fall hier mit einem Bandcrafter, mit einem kompletten Haus am Start, der auch sein Haus scheinbar verteidigt. Not bad. Not bad at all, Alter. Ist auf jeden Fall echt Respekt. Ich meine, ich jetzt hier. Alter. Nee, Leute, geht nicht. Geht nicht. Tut mir leid. So, ist einfach zu schnell. Ist einfach nur nervig. Der Homie hier auf jeden Fall. Kriege ich dir so ein Gold. Lagerraum und Wohnzimmer. Ah ja, okay. Ich sehe schon. Was das hier sein soll. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall einfach nur weird aus. Also ich glaube, die Ästhetik auf jeden Fall, die hängt ein bisschen hinterher, Leute. Kann man nicht großartig ändern. Also ja, was soll ich sagen? Gehen wir mal zum Master und gucken, was er gemacht hat. Es ist halt so, Leute. Ich meine, das Ding ist, wenn man halt jetzt hier tatsächlich sich bewegt und versucht hier sehr, sehr, sehr konzentriert etwas zu bauen, dann macht einem das Game unglaublich schwer, weil es halt einfach alles so am Hängen ist hier, beziehungsweise weil man so schnell ist. Und das ist einfach komplett nervig, Mann. Was hast du denn hier schönes? Du hast hier, ja, hier. Base von Hakuna 1-3. Okay, ja. Gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Also ich glaube, der Trick ist halt, wenn man die ganze Zeit im Sneak geht, Leute, dann seht ihr das, dann ist man deutlich langsamer. Klar ist man im Sneak, aber ich bin jetzt im Sneak ungefähr so schnell, als würde ich sprinten. Im normalen Minecraft nicht ganz. Aber das ist ja wirklich schon insane schnell, also das passt ja gar nicht. Okay, respektlos, was hast du denn gebaut? Das Feschhuhn? Oh, Alter, was ist das für ein Skin? Das ist ja mal komplett gruselig. Holy, wie schnell die Leute immer mit ihren Underground-Basen sind, ne? Creator Code, gewinnt halt. Ausrufezeichen Prime in den Chat, ihr wisst Bescheid, meine Freunde, ihr habt's gehört. Okay, also an sich, ich hätte gedacht, dass der Impact deutlich größer ist. Ich meine, so all in all, Leute, ist das wirklich noch relativ in Ordnung. Okay, ich springe gerade, hat eine XP-Farm gebaut. Lull, tatsächlich, mit einem Zombie-Spawner oder was? Tatsächlich, wie funny. Er hat sich einfach mal eine XP-Farm hingegrindet. Okay, nice, nice, nice. Ich gehe mal ganz kurz hier zurück in das normale, Leute, weil das ist mir alles zu nervig hier. Young Cookie, das habe ich schon gesehen, Digga. Creator Code Revinzer hat Küsschen aufs Auge auf jeden Fall dafür, Mann. Ehre, Ehre, Ehre. So, das Ding ist, Leute, ich hätte wirklich erwartet, dass da deutlich, deutlich mehr nicht funktioniert. Aber die Leute haben scheinbar hier ganz normale Häuser gebaut. Also ich glaube, Leute, ich habe euch im Spiel noch nicht genug eingeschränkt. Also wenn man mal ehrlich ist, ich meine,
Ihr habt 500-fache Geschwindigkeit und ihr habt trotzdem komplett normal gespielt. Also, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Auch stark. Ist jetzt nicht die schönste. Was haben wir hier? Reste des Hashtag Jovi-Tempels. Ah, ja, okay. Interessant. Mhm. König Grevi der Große. Ich bin's, man kennt mich. Sehr schön, Alter, sehr schön. Nice Base auf jeden Fall. Ich hätte wirklich gedacht, Leute, dass ihr gar nicht drauf klarkommt. Ich hätte wirklich gedacht, dass ihr gar nicht drauf klarkommt. Aber irgendwie, na gut, ja, der ganze Wald brennt wieder und alles und so weiter und so fort. Aber das hier scheint auch noch normal zu sein. Willkommen zu York Base. Ausrufezeichen Prime in den Chat. Ihr habt es gelesen, meine Freunde. Ausrufezeichen Prime in den Chat. Und hier haben wir einen wunderschönen Feschkeller. Ja, nice, Mann. Sehr schön, Alter. Ihr baut auch so ein Rathaus. Okay, nice, nice, nice. Ey, Leute, ich hätte wirklich gedacht, dass der Impact viel größer wäre. Ich meine, kann ich Dias kriegen und Tyre? Reifen willst du haben, Alter? Oder Tiere? Nee, Alter, Digga, wenn du so schreibst, tu mir das, da kann ich dir nicht helfen. Da musst du selber rumkommen. Das ist mein Huas und ich weiß nicht, wer es gebaut hat. Ich bin eingezogen, kann von außen gucken. Leute, das ist was. Er hat... Ja. Nee, also, der hat jetzt einfach das Haus... Ja, gut, okay, Gamestime HD, da gehen wir doch auch mal neu. Gamestime HD. Du hast auch gar nichts gebaut, perfekt. Also Leute, irgendwie, das sind wieder die gleichen Retards wie immer, Alter. Die bauen halt nur Holy shit, Mann. Da ist ja nichts, da ist ja... Also Leute, irgendwie habe ich mir da jetzt mehr erhofft. Aber ich meine, wir hatten eine Menge Social Experiments. Die gingen extrem krass durch die Decke, so, was das angeht. Dieses Mal tatsächlich, ja... Bisschen, ja, was soll ich sagen, Alter, was soll ich sagen? Ich hätte gedacht, dass da tatsächlich deutlich mehr bei rumkommt, aber okay. Wir gehen nochmal ganz kurz zu Burgerbrater. Der Bro hat hier auf jeden Fall Penispumpen-Shop 24 bei Burgerbrater. Penisse. Ja, interessant. Master of Force. Auch ein sehr schönes Haus, ja, also. Ja, keine Ahnung, Mann, keine Ahnung, Alter. Also Ich weiß ja nicht. Also ich weiß ja nicht, Leute. Ich habe mir hier ein bisschen mehr irgendwie erhofft. Das ist irgendwie alles jetzt nicht so. Aber ich dachte halt wirklich, dass das deutlich mehr abpackt. Aber okay, Leute. Kann man nicht ändern. Ich würde sagen, wir sind trotzdem zufrieden damit. Das heißt, Geschwindigkeit scheint euch schon mal nicht einzuschränken. Dann gucken wir da einfach mal, wie das aussieht bei 100%iger Blindheit. Beziehungsweise wenn ihr einfach gar nichts seht und ihr auf einer komplett dunklen Map seid. Gucken wir einfach mal, wie es da aussieht, meine Freunde. Vielleicht kriegen wir da ja irgendwie ein lustiges Event draufgestellt. Also ich möchte euch jetzt sämtliche Handicaps geben, die es gibt. Wie zum Beispiel ein ständig volles Inventar und so weiter und so fort. Ich habe mir auf jeden Fall eine Menge ausgedacht. Wenn ihr Bock habt, Leute, auf mehr davon, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ja, ich würde sagen, meine Freunde, das war's auf jeden Fall von diesem wunderschönen Video und von diesem wunderschönen Stream, Alter. Ich bin an der Stelle damit raus.